herzlich willkommen zum Krippenspiel aus der Mellendorfer St. Georgskirche. In diesem Jahr mussten wir alle lernen, wie es ist, mit einer Pandemie zu leben. Darum ist auch Weihnachten ganz anders. Eigentlich hätten wir hier gerne mit euch Gottesdienst gefeiert, ein Krippenspiel vorgeführt, mit euch gebetet und gesungen. Wir hatten uns so darauf gefreut. Doch wir vom Kindergottesdienst haben eine Idee gehabt. In diesem Jahr kommt das Krippenspiel zu euch und Ihnen nach Hause. In der Bibel steht die Geschichte von der Geburt eines kleinen Jungen und wie dieser Geburtstag die Welt veränderte. Wir spielen die Geschichte für euch und machen Musik. So erreicht euch unser Gruß zu Weihnachten aus der Mellendorfer Kirche. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und der heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Der Prophet Jesaja spürt die Sehnsucht der Menschen nach Menschlichkeit und Frieden. Jesaja sieht einen Baumstumpf, aus dem ein neuer Zweig wächst, ganz zart und verletzlich. Jesaja hört Gottes Wort und weiß, Gott wird alles neu machen. Aus seinem Traum wächst die Hoffnung, eine Rose wird blühen mitten im kalten Winter. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe. Ein jeglicher in seine Stadt. Überall waren die Soldaten des Kaisers unterwegs. An den Marktplätzen lasen sie die kaiserlichen Rollen vor. Dies ist ein Befehl von Kaiser Augustus. Alle Menschen im Land sollen gezählt werden. Jeder muss dafür in seine Heimatstadt gehen und sich dort in die Listen eintragen lassen. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Maria und Josef wohnen in Nazareth. Sie sind verlobt. Josef muss nach Bethlehem gehen, um sich zählen zu lassen. Denn dort wurde er geboren. Sie wissen, dass die Reise beschwerlich wird, denn Maria bekommt bald ein Baby. Sie packen die wichtigsten Sachen ein und machen sich auf den Weg.
Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Müde und erschöpft kommen sie in Bethlehem an. Maria kann kaum noch stehen. Verzweifelt klopft Josef an die Türen der Herbergen. Aber wo er auch fragt, nirgendwo ist Platz. Wirklich kein Platz? Sie müssen in einem Stall schlafen. Immerhin haben sie ein Dach über dem Kopf. Ein Esel und ein Ochse sind auch da. Maria und Josef machen sich aus Heu und Stroh ein Bett für die Nacht. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Alles ist gut gegangen. Liebevoll sieht Maria ihr Baby an. Es ist ein Junge. Sie wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Futterkrippe. Auf dem Heu und Stroh hat das Baby es warm und gemütlich. Nun kann Maria sich ein bisschen ausruhen. Waren in derselben Gegend auf dem Felde bei ihren Hürden und hüteten des Nachts ihre Herde. Wieder so eine kalte, dunkle Nacht. Die Hürden auf dem Felde bei Bethlehem rücken noch ein Stück näher ans Feuer. Sie haben wirklich einen anstrengenden Beruf. Die ganze Nacht bei Wind und Wetter auf die Tiere aufpassen. Am Feuer erzählen sie sich Geschichten, auch von ihren Träumen und Hoffnungen. Manchmal schweigen sie auch nur miteinander. Die Schafe blöken leise und alles ist friedlich. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Auf einmal wird es ganz hell. So etwas haben sie noch nie gesehen. Vor der Dunkelheit und wilden Tieren haben die Hirten keine Angst. Das kennen sie ja. Aber dieses Leuchten, wo kommt das denn her? Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerschare. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Thank you.
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Mit einmal ist aller Angst verflogen. Die Hirten sind hellwach. Ich kann's kaum noch glauben. Das muss ich sehen. Vor voller Freude über die gute Nachricht machen sich die Hirten auf den Weg. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Ganz gerührt stehen die Hirten an der Krippe. Sie sind die Ersten, die es erfahren haben. Gott schickt einen Menschen, der Frieden bringen soll. Ihre Hoffnungen werden sich erfüllen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kamen, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Hier irgendwo in der Nähe muss es sein. Ihr Weg war weit, aber sie sind sich sicher, dass hier etwas Großes geschieht. Dieser Stern wird das Hoffnungsleuchten für die ganze Welt. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Lieber Gott, nun ist endlich Weihnachten. Wir bitten dich, dass dein Friede bei uns einziehe in den Häusern und Familien. Gott, es gibt so viele Menschen, die kein sicheres Zuhause haben. Wir bitten dich um deine Hilfe, dass alle Menschen in der Welt in Frieden leben können, eine gute Schule haben und genug zu essen. Gott, wir bitten dich, dass du bei uns bist an diesem Weihnachtsfest. Schenke uns eine schöne Zeit, sei du bei uns mit deinem Schutz und Segen, wenn wir in das neue Jahr gehen. Amen. Gott gehe mit dir in diese Weihnacht. Gottes Engel schütze und begleite dich. Gottes Stern leuchte dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen weihnachtlichen Frieden. Amen.